Ja, glaube, der ersetzt bei manchen Menschen die Gelassenheit und die natürlichen Instinkte. Das ist so bei uns Juden. Ja? Das möchte ich nicht sagen. Da würde ich... Nein, das möchten Sie nicht. Weil Sie den allzu offenen Ausdruck peinlicher, Ihnen jetzt da hier peinlicher Gegebenheiten verabscheuen. Ich wollte eigentlich... Na was denn? Wollten Sie intelligenter Israelit sagen? Haben Sie den Juden hinter den Kasten stecken wollen? Glauben Sie, da finde ich ihn nicht. Verzeihung. Es hängt schon alles von uns selber. Aber das wissen Sie ja eh. Um sind Verbeugungen vor großen Nachbarn. Erstens ein Gebot der Höflichkeit. Und zweitens ein Gebot der Vernunft, lieber Hoffmann. Aha. Naja, vielleicht. Für die Höflichkeit ist Österreich berühmt. Und um die Vernunft wollen wir uns mit vereinten Kräften bemühen, nicht wahr, mein Herr? Das wäre ein ungleicher Kampf, meine ich. Von einem Tag auf den anderen könnte es bei uns so ausschauen wie bei denen drüben, wenn die dort den Kopf verlieren, nicht wahr, meine Herren? Ich danke Ihnen. Auch in Österreich war schon heutzutage für einen so hohen Staatsbeamten die gesellschaftliche Berührung mit Veras Rasse, von einigen glänzenden Ausnahmen abgesehen, höchst unstatthaft. Und nun besaß man urplötzlich selbst ein Kind dieses Stammes. Die Weiterungen waren nicht auszudenken.